Ja Leute, heute fische ich die Pike Casting XXH mit der Länge von 2,30 Meter. Das ist ein schweres Gerät, aber mir gefällt sie total gut, weil ich lieber große Köder fische und mit der Rute bringt man definitiv den Anhieb durch und kann auch wirklich große Köder sinnvoll fischen. Entscheidend bei der ganzen Sache ist, dass das aber trotzdem nicht so schwer und so ein Prügel ist, dass man dann nicht lang fischen kann, sondern mit so schweren Gerät muss man halt doch öfters und länger fischen, um auch wirklich mal einen Fisch zu fangen, weil da fängt man halt nicht so eine Masse, sondern eher die Klasse. Und deswegen ist wichtig, dass man schweres Gerät auch ermüdungsfrei lange fischen kann. Und diese Rute ist sehr leicht, hat aber trotzdem genügend Power. Was hier auffällt, ist der Triggergriff. Ich persönlich fische den am liebsten so, dass ich mit allen vier Fingern vor dem Griff bin. So hat man die Rute sehr gut in der Hand und kann das Griffteil sogar noch unterstützend unter die Achsel reinklemmen. So kann man wesentlich länger ermüdungsfrei fischen. Auf der Rute habe ich die Tranks 301 montiert mit einem 28er Kairiki. So wie ich finde, ist das eine sehr gute Kombination. Die Schnur ist nicht zu dick. Das heißt, man kann auch mal ruhig einmal chicken. Ist aber auch nicht so dünn, dass man, wenn man mal eine Perücke wirft oder so, dass man gleich einen Abriss hat. Alles in allem, denke ich, ist das eine Kombination, die man sehr lange ermüdungsfrei fischen kann und vor allen Dingen eine Menge Spaß damit haben kann.